was da zum Beispiel in russischen Talkshows aktuell gesagt wird. Da wird ganz offen ja gedroht mit Atomraketen, mit Atomwaffen, die man Richtung Europa schickt, Richtung London, Richtung Paris, Richtung Berlin. Schauen wir einmal in das, was da so verbreitet wird. Also immer wieder Raketenrhetorik und dann die entsprechenden Bilder, eine Demonstration der Macht. Dort wird dann ganz offen drüber gestritten in diesen Talkshows, wie lange man wohl braucht, bis die Raketen dann Berlin getroffen haben oder eben Paris getroffen haben. Man zeigt entsprechende Grafiken und dann wird eben gehetzt Richtung Europa. Dort wird dann ausgerechnet, wie viele Sekunden das dauern könnte, also keine 4 Minuten und zack hat es Berlin oder Paris oder London getroffen. Also das ist diese Rhetorik aktuell. Das heißt, Herr Patzelt, diese Ängste, die haben durchaus eine Berechtigung. Das ist ernst zu nehmen, was dort gesagt wird in diesen Schrei-Talkshows? Sagen wir so, es sind ganz klare Einschüchterungsversuche. Wir kennen das schon aus der Debatte um die NATO-Nachrüstung Anfang der 1980er Jahre, als die russische Propaganda mit ihren deutschen Mitgläubigern das Ganze oder einen großen Teil des Landes hat glauben machen, dass wenn die NATO die Nachrüstung vollzieht, der dritte Weltkrieg unausweichlich ist, denn das könnten die Russen niemals mit sich machen lassen, dass der Westen statt klein beizugeben, nachrüstet. Das ist im Grunde das Gleiche, das wir derzeit wieder sehen. Man sieht auch, dass diese Abschreckung gut funktioniert. In Deutschland sorgt man sich mehr um einen Atomkrieg als um die Freiheit und das Überleben der Ukraine. Die richtige Haltung angesichts solcher Drohungen wäre genau die, die den Frieden im Kalten Krieg gesichert hat. Man sagt, Freunde, ihr könnt uns drohen, aber unsere Raketen sind auch nicht langsamer als die eure. Moskau ist genauso verletzlich, wie Berlin verletzlich ist. Also macht mal halblang, das sind ganz wahnsinnige Kriegsszenarien. Mhm. Im Übrigen, das sei noch angefügt, ist einem jeden, der sich ein wenig militärisch auskennt, klar, dass seit jeher die russische Militärplanung, die Militärdoktrin davon ausgeht, dass auf dem Gefechtsfeld taktische Atomwaffen eingesetzt werden. Ja. Weswegen es dann notwendig ist, sozusagen das zu haben, was man immer genannt hat, die Eskalationsdominanz, um vor diesem Einsatz taktischer Nuklearwaffen abzuschrecken. Herr Rams, jetzt ist das bei uns kulturell so, dass wir jetzt nicht dazu neigen, großartige Drohungen Richtung Moskau zu schicken. Aber wenn sowas kommt, dort in den Talkshows, also natürlich ganz genauso vom Außenminister, von den Kabinettsmitgliedern von Putin, wäre es dann jetzt nicht strategisch viel sinnvoller, wir würden genau solche Drohungen zurückschicken und sagen, Moment mal, also wir richten jetzt erst recht unsere Atomraketen Richtung Moskau, Richtung Russland? Also wenn der eine das macht auf diese Art und Weise, wie wir es jetzt gerade gehört haben, das ist ja blanke Propaganda. Propaganda, die angewendet wird, beispielsweise um den Versuch, der zu Anfang des Krieges gescheitert war, nämlich Europa oder auch die NATO zu spalten. Wenn wir das mit den gleichen Methoden beantworten, begeben wir uns im Prinzip auf das Niveau Putins oder der Russen. Ich sage mal ganz einfach, das muss nicht sein. Wir sind Rechtsstaaten, wir können vernünftig damit umgehen, wir gehen kühler damit um vielleicht. Und man muss sich darüber im Klaren sein, dass dieses tatsächlich, ich sage mal, Propaganda ist, die Menschen einschüchtern soll, und wenn wir entsprechend reagieren oder genauso reagieren, dann ist damit schon ein Teil Erfolg erreicht worden. Aber es vielleicht noch ein Erfolg erreicht worden, wenn wir uns einschüchtern lassen, oder genau das passiert doch aktuell. Wir schauen mal rauf auf ein Zitat von Viktor Jerofejew, Schriftsteller in Russland, der schickt eine noch martialischere Drohung Richtung Westen, Richtung Europa, Richtung Deutschland. Der droht ganz aktuell damit, dass man doch eine Atomwaffe in die Ostsee, eine Atomrakete in der Ostsee zünden könnte. Also ihr Deutschen, seht euch vor, es könnte schrecklich werden für euch, sagt er. Das hören doch wir in Deutschland, Herr Patzelt. Und Ergebnis, wir lassen uns einschüchtern, oder stimmt das nicht? Es haben sich viele auf den Weg zur freiwilligen Einschüchterung, Selbsteinschüchterung gemacht. An dieser Stelle ist es hilfreich, sich an einen berühmten Satz eines amerikanischen Präsidenten zu Kriegszeiten erinnern. Wenn ich mich nicht falsch erinnere, war es Teddy Roosevelt, der gesagt hat, sprich sanft, habe aber immer einen dicken Stock dabei. Jetzt zu sagen, wir sind ja nicht schutz- und hilflos, wenn man uns schaden will, könnten wir auch schaden, ist keine Kriegsrhetorik. Mhm. Es ist ein Verweis darauf, dass auch wir einen dicken Stock haben und dass wir es uns deswegen leisten können, sanft zu sprechen. Diplomatie hängt immer davon ab, dass man das Potenzial hat, sich nicht erpressen zu lassen. Und solange der russische Präsident glaubt, er könne uns erpressen und einschüchtern, kann man in aller Freundlichkeit sagen, ganz so einseitig wären die Gewichte auf dieser Welt auch nicht verteilt. Herr Rams, warum kehren wir in diesen Momenten, wo solche Drohungen ausgesprochen werden, nicht zur alten kalten Kriegsrhetorik, zur alten Strategie der Abschreckung ganz offen zurück?
Die Strategie der Abschreckung besteht nach wie vor, da gibt es überhaupt keinen Zweifel dran. Die USA sind dafür, sage ich mal, die unterstützende Macht und die Garantiemacht. Wir Deutschen beteiligen uns ja auch über die nukleare Teilhabe, von daher hat sich daran nichts geändert. Aber ich würde Aussagen, wie sie dort getroffen worden sind, von Putin abwärts, auch noch von Leuten, die sich entsprechend propagandistisch auskennen, zwar nicht unterbewerten, aber auch nicht überbewerten. Und ich muss nicht zur gleichen Rhetorik greifen, um eine entsprechende Wirkung zu erzielen, die ohnehin, darauf möchte ich auch hinweisen, bei der Masse der russischen Bevölkerung nicht ankommen wird. Herr Müller, was ist, wenn solche Szenarien zutreffen? Also man droht ganz offen damit und dann immer zu sagen, passiert ja doch nicht. Damit haben wir in den letzten Wochen nicht so ganz großen Erfolg gehabt. Das heißt, wenn sowas zutrifft, gilt dann das Versprechen von Ihrem Kanzler, heute Abend noch mal erneuert, dass Deutschland auf keinen Fall Kriegspartei wird? Ja, wir tun alles, auch abgestimmt mit den Partnern, mit Frankreich, mit Italien, mit Großbritannien, mit den USA, tun wir alles, um das zu verhindern, dass dieser Krieg sich ausweitet. Aber Atomwaffe in der Ostsee. Ja, aber ich staune darüber, wie man, wenn man solche Bilder sieht und wenn man solche Sätze hört aus Russland, wie man dann ganz sorglos darüber hinweggehen kann. Nein, man muss Sorge haben, aber ohne sich von Angst lähmen zu lassen. Trotzdem entschieden auftreten, aber eben sorgenvoll und besonnen auch abwägen, was man tun kann. Und genau das findet statt. Es ist ja nicht so, dass es in den letzten 8 Wochen keine Unterstützung für die Ukraine gegeben hat. Von allen europäischen Partnern hat es die gegeben, auch von Deutschland, in unterschiedlichster Form. Aber wir tun das in einer Form, abgestimmt, auch mit den USA, wo wir der Ukraine helfen können, ohne dass es weiter über die Ukraine hinaus eskaliert. Nimmt der Putin, das ist doch eine wichtige Frage, uns ernst, wenn wir so demokratisch abwägen und so diskutieren und so vorsichtig sind? Wie ist denn der Umkehrschluss? Oder nimmt er uns nicht ernst? Es ist in diesen Fragen immer wichtig, dass ein Schleier des nicht genau Bescheidwissens, was alles passieren kann, über der Sache liegt. Wenn man dem politischen und im Fall der Ukraine auch kriegerischen Gegner mitteilt, du kannst tun, was du willst. Auf keinen Fall werden wir uns einmischen, außer einer Beihilfe mit Waffen in deinen Konflikt. Dann ist es nachgerade eine Einladung, auszutesten, wie weit man denn gehen könnte. Es wäre besser gewesen, nicht immer klar auszuschließen, was alles auf keinen Fall geschehen wird, sondern darauf hinzuweisen, es könnte auch etwas geschehen. Folglich, lieber Freund aus Moskau, sei vorsichtiger. Aber passiert nicht genau das, Herr Rams, gerade? Wir sagen immer, was wir auf keinen Fall wollen. Und wir teilen das ja hier alle in der Runde. Wir wollen auf keinen Fall eine Eskalation des Krieges. Aber wenn wir all das, dieses Signal immer nach Moskau schicken, dann sagt Herr Patzelt, dann macht er halt, was er will mit uns. Der führt uns an der Nase rum. Also dieser Fehler ist ja nicht in den letzten 8 Wochen entstanden, sondern dieser Fehler ist vor 20 Jahren entstanden. Weil wir Putin immer haben machen lassen. Stichwort Georgienkrieg, Stichwort Annexion der Krim und dergleichen mehr. Und wir sind jetzt an einer Stelle, wo ein tatsächlicher Krieg in der Ukraine geführt wird, wo wir halt eben nicht mehr nachgeben dürfen, aber wir wollen ja von unserer Seite her auch nicht zuschlagen. Das ist ja nicht unsere Absicht. Das heißt, die indirekte Hilfe, die wir an die Ukraine leisten, damit die Ukraine in der Lage ist, sich gegen Russland, gegen die russische Aggression zu verteidigen, ist jetzt schon ein völlig anderes Signal als die Signale, die wir vor 20 oder letzten 20 Jahren gesendet haben. Von daher kann ich wirklich nur empfehlen, auch mit den Worten des Kanzlers auf der einen Seite die Sache ernst zu nehmen, die Ängste ernst zu nehmen, die die Bevölkerung hat, und mit den Linien, die ja nicht durch Deutschland vorgegeben worden sind, sondern beispielsweise durch die NATO, mit diesen Linien weiter fortzufahren und keinen Zentimeter mehr zurückzuweichen. Aber entscheidend, Herr Rodjanski, ist doch nicht, ob wir das hier alle ernst nehmen, sondern ob der Mann im Kreml das ernst nimmt. Also ob der Situation oder als Position der Stärke wertet, was im Moment Europa, was die westliche Welt tut, was der Kanzler heute Abend sagt. Ja, ganz genau. Und man muss auch verstehen, man darf sich wirklich nicht erpressen lassen und einschüchtern lassen, weil innerhalb seines Weltmodells handelt Putin ja rational. So verstörend diese Kommentare auch sind und diese ganze Hetze, die wir jetzt aus Moskau sehen. Trotzdem, er hat sich dieses Ziel gesetzt, das Großrussische Reich wieder neu zu erstellen. Und das verfolgt er auch. Aber man muss bedenken, der hat ja riesige Probleme, militärische Probleme in der Ukraine. Und deswegen könnte er sich jetzt keinen offenen militärischen Konflikt mit der NATO erlauben. Aber haben wir uns einschüchtern lassen, Herr Rodjanski? Haben wir uns in Deutschland einschüchtern lassen? Sitzt der Wladimir Putin jetzt möglicherweise dort in Russland am Vorabend seiner Parade und lacht über das, was der Kanzler da am Abend gesagt hat? Ich weiß jetzt nicht, ob er lacht, aber er hat ganz klar das Ziel, weniger Intervention von
Europa Richtung Ukraine zu bekommen. Er will Europa und die NATO generell einschüchtern, damit die Ukraine weniger unterstützt wird. Und dieses Ziel verfolgt er ganz genau mit dieser Einschüchterung, mit dieser Hetze. Und hat er das geschafft ein Stück weit? Ihr Eindruck aus Kiew, hat er das geschafft? Sie waren auch viele Tage hier während des Krieges in Deutschland. Sind wir eingeschüchtert worden? Ich glaube, er hat es zum Teil geschafft. Ich kann nicht sagen, dass es jetzt ein Riesenerfolg für ihn ist, aber natürlich hat er einen Teilerfolg schon errungen und er hat es ja auch geschafft, eine gewisse Verzögerung einzuführen mindestens, weil Deutschland hat ja ganz lange gezögert, überlegt, ob jetzt mehr Waffen geliefert werden sollen oder nicht. Und das kann man an sich schon als einen Erfolg deuten für Russland. Herr Patzelt, sind wir deswegen so zögerlich gewesen? Ist der Kanzler so zögerlich gewesen, weil man ihm genau abwägt, könnte den das stören im Kreml möglicherweise? Könnte der sich auf den Schlips getreten fühlen? Könnte der sich provoziert fühlen? Es ist nicht verkehrt, nicht zu provozieren. Es ist richtig, auf mögliche Berührungspunkte, gemeinsame Interessen auszugehen, kein Öl ins Feuer zu gießen. Das Problem, das wir haben und dessen Folgen wir sehen, liegt viel tiefer. Es hat sich die deutsche politische Führungsschicht und ein großer Teil der Deutschen lange Zeit falsche Vorstellungen von der Beschaffenheit von Großmachtpolitik gemacht. Es waren viele in Deutschland wirklich der festen Ansicht, dass man durch Handel Wandel erzeugen kann. Es waren viele der Ansicht, dass, wenn man selbst friedfertig ist, Friedfertigkeit in der Welt ausbrechen würde. Es waren viele der Ansicht, dass man Frieden mit möglichst wenig, eigentlich immer weniger Waffen schaffen kann, weswegen ja auch die Bundeswehr im Wesentlichen als Sparbüchse genutzt haben und jetzt ganz drastisch unzulängliche Streitkräfte haben. Das sind die Grundprobleme. Da müssen die Deutschen mit sich selbst zurechtkommen und das eben jetzt in dieser Kriegssituation. Ich will noch einmal auf die Rhetorik zu sprechen kommen, Herr General. Die Rhetorik der Vergangenheit. Wie gesagt, das war völlig unethisch und das haben wir alle auch damals schon kulturell nicht gemocht. Aber wenn da eine Drohung aus Moskau gekommen wäre, dann hätte man gesagt, genau, und wenn du eine Atomwaffe schickst, dann schicken wir 100 in deine Richtung und dann bist du erledigt. Diese Rhetorik gibt es heute nicht mehr. Ist das gut so oder können Sie sagen, doch klar, wir haben die Atomsprengköpfe weiterhin auf Russland, auf Moskau gerichtet? Also es bedarf der Rhetorik nicht, um die Abschreckung trotzdem von der westlichen Seite her aufrechtzuerhalten. Das muss man in aller Deutlichkeit sagen. Mit dem Säbelrasseln erreicht man möglicherweise weniger, als wenn man den Säbel zieht, aber ihn erst nochmal stillhält. Und das in der Phase befinden wir uns gerade. Vielleicht noch zwei Anmerkungen. Ganz kurz, Herr Rams, ich möchte noch einmal nachfragen. Ist der Säbel denn überhaupt vorhanden? Also sprich, sind die Atomwaffen in Bereitschaft? Sind die Richtung Moskau, Richtung Russland gerichtet? Ich antworte mit einem eindeutigen Ja. Die entsprechenden Planungsprozesse laufen auch im Westen und die Atomwaffen sind vorhanden und sind in einem relativ guten Status. Wir sehen heute, weil wir gerade über Einschüchterungen gesprochen haben. Ja, darf ich trotzdem noch mal einhaken? Unbedingt. Also ich habe in der vergangenen Woche oder in den letzten Tagen habe ich einen Präsidenten gesehen von Belarus, der was gesagt hat zu dem Thema von Einsatz von Atomwaffen. Er war bisher der treueste Vasall und der treueste Folger von Putin. Und er hat sich gegen den Einsatz von Atomwaffen in aller Deutlichkeit ausgesprochen, weil er dadurch Nachteile für sein eigenes Land befürchtet. Erste Aussage. Zweite Aussage, den Bogen etwas weiter spannen, ein bisschen weg vom Militärischen. Es gibt da noch einen Herrn im Fernen Osten, der heißt Xi Jinping. Ich könnte mir gut vorstellen, dass der Einsatz von russischen Atomwaffen Xi Jinping mit Blick auf seine Weltmachtpolitik oder Weltpolitik auch nicht so wunderbar in den Kram passen würde. Von daher kann ich mir vorstellen, dass diese beiden versuchen werden, auf Putin Einfluss zu nehmen. Ob ihnen das gelingt, ich denke an die Worte von Herrn Rodjanski, die ja gerade gesagt hat, Putin hat sich sein eigenes Weltbild zurechtgezimmert und wie weit wir in der Lage sind, dieses Weltbild zu erschüttern, das ist eine Frage, die kann ich nicht beantworten und die macht die Sache mit Blick auf die Beobachtung seiner Reaktionen ausgesprochen schwierig. Herr Patzelt, ist Ihr Eindruck, dass unsere Abschreckung ankommt im Kreml, dass der glaubt, dass wir bereit sind, im Notfall selbst Atomwaffen einzusetzen? Das wird er nicht austesten wollen, weil die Risiken einfach zu groß sind. Aber dass wir entschlossen sind, nicht einfach zuzusehen, bei dem, was er jetzt in der Ukraine veranstaltet, das hat er begriffen seit dem Moment, wo die Bundesrepublik Deutschland bereit war, auch schweres Gerät, auch Panzer zu liefern. Das ist ein Signal, das zu spät gekommen ist, aber es ist gekommen und das ist das Wesentliche. Würden Sie diesen Satz aussprechen, Herr Müller, als Sozialdemokrat? Wenn er damit anfängt, wenn er Atomwaffen einsetzt, dann werden wir unsere bzw. die amerikanischen einsetzen? Um Gottes Willen,
Was für eine Diskussion wird hier gerade geführt? Der General hat es gerade zu Recht gesagt. Es ist manchmal auch klug zu wissen, was der andere tun kann, ohne dass man ständig damit droht. Wenn wir jetzt hier im Ernst, auch im Rahmen dieses Gesprächs, durchspielen, wie ein Atomkrieg aussieht, das ist doch ganz furchtbar. Wir müssen doch sehen, dass wir unterhalb dieser Eskalation alles tun, um der Ukraine zu helfen und diesen Konflikt, diesen militärischen Konflikt, so schnell wie möglich zu beenden. Darum geht es. Und der wird nicht, das ist hundertprozentig sicher, ausschließlich mit militärischen Mitteln entschieden werden, sondern wir müssen neben der Stärke, neben der auch Kampfbereitschaft, die die Ukraine zeigt und die wir unterstützen wollen, immer auch einen diplomatischen Weg suchen, um diesen Konflikt zu beenden. Dass die, die immer nur mehr Waffen fordern, das sind in aller Regel die, die nicht Verantwortung tragen und auch nicht darüber entscheiden müssen, wie wir mit diesem Konflikt umgehen. Es ist Aufgabe eines Kanzlers, genau abzuwägen, wie er diesen Konflikt, wie er dort sich einmischt, wie weit er gehen kann und was er für das eigene Land auch tun muss. Dafür ist er gewählt. Das ist seine Aufgabe als Bundeskanzler und das macht Olaf Scholz hervorragend. Ja, lasst uns hier keine unnützen Fronten aufbauen. Es geht nicht um die Frage, sollen wir mit Atomschlägen drohen oder nicht. Dann sollten wir das mal beenden. Es geht einfach darum zu zeigen, dass der Westen bereit ist, die Ukraine auch in einem Abnutzungskrieg mit weiteren militärischen Gerät zu unterstützen. Russland kommt allmählich an die Grenze der Erneuerbarkeit seiner verloren gegangenen Kriegsgüter. Allein schon die Aussicht, dass der Westen noch ziemlich lange wird liefern können, Russland aber nicht, wird deeskalierend wirken. Folglich müssen wir jetzt nicht über Atomkriege reden. Richtig. Wir sollten aber schon klar machen, dass wir nicht hilflos sind. Wir müssen keine Angst haben vor russischen Atomschlägen, denn so viel weiß selbst ein nicht ganz rational handelnder russischer Staatspräsident, dass im Zweifelsfall die NATO ihm mehr schaden kann als er der NATO.